Donald Trump in Asien und mit Professor Andreas Falke möchte ich gerne eine kleine Zwischenbilanz auch dieser Asienreise ziehen. Willkommen erstmal, Professor Falke. Wir haben jetzt Donald Trump diese verschiedenen Tage bei verschiedenen Auftritten in den verschiedenen Ländern gehört. Ist das jetzt eine weichgespülte Version, die wir da erlebt haben? Also man kann schon sagen, dass dies der diplomatische Trump war. Ich glaube, wir haben es hier mit einem Drehbuch zu tun, wo die Erwachsenen im Weißen Haus sozusagen Regie geführt haben. Und er hat sich im Großen und Ganzen an dieses Drehbuch gehalten. Das war in Japan, auch mit der Rede vor dem koreanischen Parlament, hat er doch sehr mäßigende Töne angeschlagen und hat auch recht gute Resonanz bekommen. Also bisher und die schwierigen Besuchsstationen, die lagen ja vorher, Tokio, Seoul und Peking. Das ist jetzt so ein bisschen der Nachspann, was wir eigentlich erleben. Hier ist er jetzt sozusagen eigentlich unter Freunden, also die Vietnam oder Philippinen, wo er noch hinreist, in Anführungsstrichen, die sich eben auch wirtschaftlich ein bisschen anlehnen an die USA und hoffen, dass sie vielleicht auch einen kleinen Gegenpol zu China bekommen können durch die USA. Das ist aber nicht so. Ich meine, es gibt natürlich hier noch sozusagen einen anderen Hintergrund und das ist die Aufkündigung der Trans-Pacific Partnership, der TPP. Und Vietnam war ja ein Mitglied davon. Die haben sich davon sehr viel erhofft. Die haben auch den Amerikanern erhebliche Konzessionen übrigens gemacht, die Herr Trump einfach weggeworfen hat. Und diese Reise ist natürlich auch so ein bisschen Reparaturbetrieb für dieses Aufkündigen des Abkommens. Aber er kann eigentlich nichts Äquivalentes richtig bieten. Und deshalb hat er zum Beispiel in Peking groß gefeiert, die Abkommen beziehungsweise die geschäftlichen Abkommen amerikanischer Unternehmen, die natürlich keine Handelsabkommen sind, sondern schon lang angebahnte Geschäftsbeziehungen. Ja, er setzt ja weiterhin auf bilaterale Abkommen. Das hat er jetzt ja heute in Vietnam auch noch einmal gesagt. Ja, das betont er immer. Er hat sich aber in Tokio eine Abfuhr geholt. Da wollte er ja, TPP hat auch Japan einbezogen, da wollte er Herrn Abe auffordern, ein bilaterales Abkommen zu beginnen. Herr Abe hat gesagt, wir machen jetzt erstmal TPP zu 11. Also im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass diese Reise vor allen Dingen die Geopolitik in den Vordergrund gestellt hat und nicht die Geowirtschaft. Ja, also eigentlich als anders geplant war, hat Nordkorea also politisch gesehen dort den Ton gesetzt. Richtig. Nordkorea hat alles überschattet, auch den Besuch in Peking natürlich. Das heißt, dass natürlich die Amerikaner, er sagt das jetzt hier natürlich nochmal, ich will die Märkte öffnen, ich will die unfaire Behandlung zurückschrauben, den Raub intellektuellen Eigentums, all diese Dinge kommen wieder, Monopolstellung, übermäßige Subventionierung. Aber an den Stellen, wo er das hätte eigentlich sagen müssen, zum Beispiel in Peking hat er es nicht gesagt, er sagt es jetzt hier allgemein coram publico. Und das ist im Grunde genommen auch ein Versuch, dann zu Hause zu zeigen, ich habe eigentlich im Großen und Ganzen hier etwas erreicht. Ja, was hat er denn in Sachen Nordkorea erreicht? Ist er denn da tatsächlich ein bisschen weitergekommen, dadurch, dass er sich diplomatisch zurückgehalten hat und den Konflikt nicht weiter befeuert hat? Sicherlich. Also ich glaube, er hat Kollateralschäden vermieden. Vermutlich, ich meine, wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen genau gelaufen ist, aber ich glaube, dass jetzt im Grunde genommen jetzt die Weichen gestellt sind, dass man sehr viel stärker mit Diplomatie und ohne aggressive Rhetorik vorangehen kann. Die Chinesen, also viele chinesische Thinktanks denken ja auch, wir müssen vielleicht doch irgendwie zu einem kooperativen Ergebnis in der Korea-Frage kommen. Und er hat zumindest nichts getan, das das verhindern kann. Und das kann man als positiv, glaube ich, anrechnen. Wir sollten vielleicht auch in diesem Zusammenhang sagen, dass er im Grunde genommen die Allianzbeziehung zu Südkorea und zu Japan eigentlich wiederbelebt hat. Denn die hatte ja im Wahlkampf in Frage gestellt. Also es war eine Reise eigentlich, die ich eher einstufen würde als sozusagen eine Reparatur der früheren Schäden. Also zurück auf Anfang dann wieder. Ja. Professor Andreas Falke, vielen Dank für die Analyse. Danke.